Was? Hallo Beefmaniacs und herzlich willkommen zum neuen Video von Beefmaniacs. Ich vergesse den Namen, Mann. Meatmaniacs. Das heißt quasi Fleischverrückt. Maniacs ist so verrückt und Meat ist Fleisch. Okay. Meatmaniacs? Maniacs. Okay. Warte. Alles klar. Hallo Meatmaniacs und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Beefbuddy. Jawohl. Wie wir schon mal in einem Live-Video gemacht haben, das ist meine Nichte, die Mia, und die hilft mir heute. Mia, was machen wir heute? Wir machen heute Essen, okay. Wir machen heute, ich habe was im Internet gesehen und das wollten wir unbedingt mal ausprobieren. Wir machen heute ein Hähnchen. Hähnchen. Genau, dieses schöne Kikok-Hähnchen. Und das garen wir in einer Wassermelone. Wassermelone. Wir brauchen gar nicht so viel, also wir brauchen die Wassermelone. Beef Buddies Chicken Run, ich zeig das euch mal näher. So, hier. Beef Buddies Chicken Run. Wir brauchen ein paar Zitronen. Bio, weil wir da den Abrieb benutzen, um mit da reinzumachen. Und wir brauchen was? Sojasauce. Danach oder dazu machen wir noch, ich weiß nicht, ob wir es im Video machen, einfach so ein paar Babykartoffeln. Die werden gefüttelt oder halbiert, mit ein bisschen Öl angemacht und dann dem guten alten Bacon Goodness vom Jörn. Hammer für die Kartoffeln, also ja, fangen wir einfach mal an, ne? Wie geht der Wasserhahn? Der Wasserhahn, das ist ein ganz besonderer Wasserhahn. Wie funktioniert der? Da kannst du hier dran ziehen. Oh! Sehr gut, oder? Ja. So, jetzt schön abtropfen lassen und dann geht's weiter am Brett. So, hier wird schon fleißig geschnibbelt. Hilfe. Was machst du da genau? Ich fütte jetzt gerade erstmal die Kartoffel, damit wir die nachher würzen können und die Marinade richtig einzieht. Ja, perfekt. Keine Finger abschneiden, ne? Ja, ich kann mir. Wunderbar. Sterneküche hier. Ja. Okay, als nächstes machen wir jetzt erstmal ein wenig Öl rein. Öl. Genau, Öl. Olivenöl ist das. Danach kommt ein bisschen Teriyaki-Soße. Soll ich schütteln? Wie schütteln? Ja, so. Wie so Maggi, genau. Reicht das? Ja. Okay. Und danach kommt das Bacon Goodness noch rein. Und da. Das passt prima. Wie viel ungefähr? Ja, mach mal. Ja, weiter. Ja, dann machst du das. Ja. Darf ja noch was schmecken. Und jetzt? Jetzt müssen wir das vermischen. Dann vermischen wir das mal. Ist schön rumkneten. Ich denke, das reicht schon, oder? Das reicht schon. So, ich wasche jetzt erstmal Hände. Was jetzt? Die Hände gewaschen, jetzt muss ich wieder dreckig machen. Ja. Ja, das ist aber ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Was machst du denn jetzt? Ich muss jetzt die Kartoffelstücke da reinmachen. Und warum? Das weiß ich selber nicht. Das weißt du selber nicht. Weil wir das dann vakuumieren. Wir haben die Luft daraus ziehen. Genau, wir haben aber so einen Vakuumierer. Der hat so eine Marinierfunktion. Das heißt, der zieht immer wieder Vakuum, lässt wieder los. Vakuum, bin ich auf der Kamera? Ich glaube ja. Los, Vakuum, lässt wieder los. Und so zieht dann die Marinade einfach viel besser die Kartoffeln ein. Deswegen jetzt alle Kartoffeln in diese Säckle. Okay, in das Säckle. Jetzt schützt die Soße noch hier mit rein. Genau, perfekt. Was bringt das jetzt, wenn die Soße da drin ist? Ja, da hast du noch ein bisschen, ne, dass die Marinade da drin bleibt und jetzt nicht weg. Okay. Ich wasche jetzt mal. Jetzt hauen wir noch ein bisschen Gewürz oben drauf hier. Gewürz ist immer rot. Schadet ja nicht, ne? So, jetzt machen wir den auf. Und das Magnet raus. Jetzt legst du den Beutel. Einfach so hier rein. Mach das platt drücken. So, jetzt machen wir den runter und schalten den erstmal an. Jetzt haben wir hier marinieren. Das heißt, wir müssen hier auf dieses Fleisch 30 Minuten. Wir ändern das mal auf 20 Minuten. Und jetzt drückst du den Deckel runter, bis er von alleine hält. So lange fest gedrückt halten, bis er von alleine fest ist. Runter zur Luft. Perfekt. Jetzt zieht der quasi dauerhaft immer Vakuum, das ist der Los. Ja.
das Ding macht jetzt seine Arbeit. Tja! Yes. Gut, ich hoffe, man versteht. uns trotzdem Apparat noch gut. Sie hat gefragt, wofür das ist. Und zwar meint sie das hier. Das hier oben, ne? Das ist bei den Kikok-Hähnchen ein eingebautes Thermometer. Boah, alles voll getroffen. So besser. Ja, also das ist ein eingebautes Thermometer, wenn das rauskommt, ist das Hähnchen gut. Als nächstes machen wir die Marinade für das Hähnchen. Wir brauchen extrem viel Zebra. Das teuerste am Grill ist der Zebra. Ist so. Die Marinade machen wir mit 150 ml Sojasauce. Was ist das denn? Eislöffel. Was ist denn hier drin? Toll. Fast auf. Fast ganz rein. Denkst du, die Schale reicht dafür? Weißt du nicht? Ein größerer, ne? Ja. Was ist mit Tomaten? Nein, Tomatenbeug. Schüssel frei. Einmal sauber machen. Sojasauce war das, oder? Sojasauce, korrekt. Hämmer mal rein. Später. Weißt du, wie das einfacher geht? Oh, das Baby. Krankenwagen, bitte rufen. Warum müssen diese Messer so scharf sein? Sojasauce mit Blut. Immer noch rein? Ja, gut, gut. Ja? Ein bisschen noch. Gut, ja, perfekt, perfekt. Weiter geht's. Wir brauchen ab wie einer Zitrone. Dafür nimmst du diese wunderschöne Tonpflaster. Microplane. Okay. Was darf ich damit jetzt machen? Warte, erzähl einfach irgendwas. Okay, Also das Ding ist sehr interessant. Das ist abgerundet. Wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal, dass wir damit gleich Das Schlimme ist, ich habe sie eben die ganze Zeit gewarnt und habe gesagt, die Messer sind scharf, pass auf, kannst du damit umgehen? Aber jetzt schneidet sich der Happy Buddy selber. Donald Duck. Donald Duck in the house. Genau, jetzt nimmst du hier die Zitrone und nimmst nur das Gelbe immer. Und passt nicht was dabei. Du musst gucken, du musst es dann rüberhalten, ne? Ja, aber nur die Schale. Ja, genau. Am besten hältst du das dann so und machst dann. Ich mach dir mal eine Vorsicht. Man muss gucken, wenn es weiß wird. Das wird dann bitter, ja? Also immer wieder so ein bisschen rumgehen. Also wenn das diese Farbe annimmt, dann soll ich auch nicht. Ja, ein bisschen weiter geht noch. Aber raspel dir nicht die Finger ab, ne? Keine Angst. So zwischendrin lass doch mal einen Daumen nach oben, ja, wenn ihr findet, dass Mia das sehr gut macht. Wenn ihr wollt, dass ich mal noch ein Video mitmache. Ja, wenn ihr wollt, dass Mia und ich den nächsten Kanal zusammen machen, dann müsst ihr 500 Daumen nach oben machen. Das ist sehr unrealistisch, also du brauchst keine Angst haben. Ja, die Kartoffeln brauchen noch 10 Minuten, dann ist auch ein bisschen mehr Ruhe wieder. Versteht man uns wieder besser? Ja, du musst lauter reden. Dann versteht man uns wieder besser. Ja, jetzt muss ich ja nicht direkt anschreien. Du hast gesagt, du sollst lauter reden. Ja, jetzt nehmen wir ein bisschen Werbung in Eigensache. Übrigens erwerben bei www.beefbuddybarbecue.de. Nehmen wir dieses Gewürz. Welches Gewürz ist das? Das ist Beef Buddy Chicken Run. Und was haben wir hier? Chicken. So, jetzt nimmst du hier schön so zweieinhalb Esslöffel. Okay, jetzt verrührst du das alles mal. Aber ich kann
Der Film dafür, ja? Das muss ich jetzt nicht wieder an. Nein, das musst du nicht wieder an. Warum machst du das? Damit wir den Saft da rauspressen können? Ja, korrekt. Ja, nicht damit wir den rauspressen können, damit er sich daraus aromatisieren kann. Das war anstrengend. Weil die Zitrone, deswegen haben wir ja Bio geholt, kommt jetzt gleich in das Hähnchen rein. Genau, rein, tief rein, weiter rein. Weiter! Das geht nicht weiter rein, das ist ein kleines Hähnchen. Wieder brauchen wir Zeller. Das ist immer noch das Teuerste. Sag ich doch. Also wenn ihr sowas macht, holt euch vorher 3 Packungen Zebra. Das ist korrekt. Jetzt machst du weiter deinen Marinade. Yay. Schön, schön marinaden. Ja, ist fertig. Yay, es ist fertig. Also der Vakuumierer muss jetzt nochmal ein bisschen laufen, aber dafür haben wir das mit den Händen jetzt schon gerade fertig bekommen. Die Wasser- das ist natürlich jetzt schlecht. Die Wasserwiederung ist gerade geplatzt. Also das sollte echt nicht passieren. Wollt ihr anschneiden, ist hier Platz. Moment, was machen wir jetzt? Ja, ein guter Haushalt hat ja immer 2 Wassermelonen im Haus, ne? Dann mal einfach die 2. Und wenn die jetzt auch Platz, dann nehmen wir Lenis. Ne, die ist ein bisschen klein. Ah, das sieht die Wasser schon mal. So, hier, das ist jetzt fertig vakuumiert. Ja, das ist fertig. Und jetzt sieh mal hier. So, ich zeig euch das mal. Jetzt sieht das schon viel anders aus. Viel anders aus. Viel anders aus. Nee, sie ist nicht geplattet. So, noch nicht, ja. So, ist gut, oder? Brauchen wir noch hinten einen Stand. Also unten. Nein, ich wollte nicht daran schneiden. So. Noch nicht das Eisding. Noch das Eisding, was wir hier drin haben. Na gut. Mach das zu. Ja, mach. Warte, wir brauchen noch eine Schüssel für die. Schüssel für die Wassermelone. Wir haben hier noch. Wir können ganze Wassermelonenkügelchen machen. Oh, wie cool! So, wenn ihr es ja geschafft habt, dass eure Melone so ausgehöhlt ist, noch ein bisschen Melone drin, kommt das Hähnchen da rein. Das kriegen wir schon, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Da! Hä? So passt's. So, jetzt passt das. Gut da rein. Einmal gut hinbekommen. Sehr gut, sehr gut. Machen wir hier noch mal ein bisschen Zaus drüber, hey. Jetzt geht der Deckel wieder drauf. So. So. Und was machen wir jetzt damit? Auf den Grill? Damit gehen wir ab an den Grill. Ja. So, hier haben wir jetzt schön unser Hähnchen drin. Ja, wir sind einmal rausgewandert. Der Grill ist jetzt auf 200 Grad. Und jetzt ab da rein in direkte Hitze, ungefähr 2 Stunden. Aufmachen bitte. Deckel, ne? Schön zu jetzt hier alles, dass hier geschlossener Garraum ist. Und dadurch quasi der Melonensaft so ein bisschen anfängt zu brodeln und dadurch das Hähnchen dann indirekt gart. Klar haben wir nachher keine schöne knusprige Haut, aber hoffen uns, dass es auf jeden Fall super saftig wird. Wir schauen es mal. Zumachen. Und jetzt Pause. Pause. Hallo. So, das Hähnchen war jetzt 2 Stunden drin. Wir sind jetzt aber erst bei 71 Grad und da wir alle Hunger haben, und die Haut natürlich nicht knusprig ist, versuche ich jetzt einfach das Hähnchen da rauszuholen
Und dann schlägen wir es einfach nochmal so auf den Grill, damit die vielleicht die Haut nochmal ein bisschen knusprig wird. Schauen wir mal. Dann nehmen wir mal den Deckel runter. Schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich bin noch auf. Wird wahrscheinlich sehr heiß sein. Kommt gleich der ganze Saft raus. Naja. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ja, ne? Ne, kommt jetzt nochmal schön auf den Grill. Damit die Haut noch knusprig wird. Ja. Das lassen wir jetzt nochmal kurz da ein bisschen anknuspern und dann sollte es passen. So, wir sind fertig. Unser Hähnchen ist parat. Wie man sieht, wir haben es echt noch schön knusprig bekommen. Das werden wir jetzt probieren. Ach mal, hier lösen sich schon die Knochen raus. Quasi gedämpft. Wir haben es gedämpft. Ja, wir probieren jetzt, ob sich das lohnt, der Aufwand mit der Melone. Und wenn ja, sag ich euch das gleich, weil ich probiere nicht vor der Kamera. Also, bis später. Oder willst du probieren? Ja. Okay, sie probiert. Puschen. Ich muss schon wieder meine Hände dreckig machen. Oh, jetzt. Denk dran, es ist heiß. Ja. Ist korrekt. Warte, ich hol mir die Gabel. Aber das Video läuft. Ja, dann soll das Video warten. Die Gabel ist da. Mein Hähnchen ist da. Ob es jetzt durch die Gabel weniger heiß ist, werden wir jetzt sehen, wenn sie es in den Mund tut. Aber okay, hau rein. Aber ich hab schon wieder meine Hände dreckig gemacht. Ich hab schon wieder meine Hände dreckig gemacht. Komm, time is money. Ja, du musst jetzt was machen. Mmh, oh, formidable! Ist gut? Mhm. Schmeckt sehr gut. Ist saftig, tart. Mhm. Also, kann man machen. Kleinen Tipp noch von uns. Wir haben eben den Sud, wenn man das quasi aufschneidet, kommt da ganz viel Flüssigkeit raus von der Melone und dem Hähnchen, was da ausgelaufen ist. Der schmeckt richtig gut. Ich habe es zu spät gemerkt. Macht euch da eine Soße draus und ihr habt das perfekte Essen. Hallo. Hallo. Ne? Also in dem Sinne, lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, euer Beef Buddy René und Mia. Mia. Ja. So, lasst euch schmecken. Ciao. So, auf meins. Jetzt hätte ich ja fast mein Fazit vergessen. Also, Fazit war okay. Also, das Fleisch war super saftig auf jeden Fall. Das Geile ist, da war ja noch eine Zitrone drin. Also, man hat auf jeden Fall zuerst die Säure geschmeckt, dann wurde es ein bisschen süß von der Melone. War super. Also, perfekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden Tag mein Hähnchen so machen würde. Aber es hat richtig geil geschmeckt, war super saftig, waren alle begeistert. Wie gesagt, aus dem Sud noch eine schöne Soße ziehen für drüber nachher, kommt bestimmt richtig geil. Man muss allerdings das Ding nachher nochmal schön auf den Grill schmeißen, weil sonst ist das mehr wie gekocht halt. Ne? Und deswegen danach nochmal kurz auf den Grill und dann perfektamente. Was machst du da hinter der Kamera? Nichts. Ja.